Herzlich willkommen in Yas Island, wo uns eine aufregende Session erwartet. Wir sind alle bereit für den Start des Qualifyings des Formel-2-Rennens von Abu Dhabi. Super, das war die schnellste Runde. Während wir uns nach diesem aufregenden Qualifying wieder etwas entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Markelov, Russell und Alexander Albon. Carlin hat es geschafft. Mit diesem Resultat sind alle Zweifel beseitigt. Sie sind endlich wieder Teammeister. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Willkommen in Abu Dhabi. Die Fahrer befinden sich auf ihren Startpositionen und es geht sofort los mit dem Formel-2-Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Yas Island Circuit ist eine 5,47 Kilometer lange Rennstrecke auf einer künstlich geschaffenen Insel. Hier erwarten die Fahrer 21 Kurven und zwei sehr lange Geraden, auf denen sie die besten Überholchancen vor den Kurven 8 und 11 haben werden. Ich bin nicht der Einzige hier, der sich auf das heutige Rennen freut. Mein Freund, der ehemalige GP2-Champion Davide Valzecchi, sitzt neben mir und wartet gespannt auf den Start des Events. Wie geht's dir? Hallo Alex, mir geht es gut, danke. Und ich kann es tatsächlich kaum noch abwarten, bis es endlich losgeht. Ich habe das Gefühl, das wird etwas ganz Besonderes heute. Die Ingenieure checken noch ein letztes Mal die Boliden. Also sehen wir uns die Startaufstellung für das Rennen an. Artem Markelov startet von der Pole Position. Und George Russell ist auf Position 2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Albon, De Vries, Lando Norris und Aitken, Sete Kamara, Makino, Merri, Maximilian Günther, Latifi, Deletra, Ayun Maini und Fuoco, Giotto, Fukuzumi, Boccolacci, José Angelae, Kari und Alessio Lorandi komplettiert die Startaufstellung. Die Ampeln leuchten und der Countdown beginnt gleich. Also schalten wir zur Strecke. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Ja, dann damit ein Hallo und herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Formel 1 2019 Fantasy Karriere hier in der Formel 2 in der 2018er Saison. Ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zur vorletzten Folge der ersten Saison. Wir haben es bald geschafft, Leute. Die erste Saison ist im Grunde genommen so gut wie durch, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum großen Preis Yas Marina Circuit hier in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, liebe Freunde, es ist endlich soweit. Das grande Finale der Formel 2 2018er Saison steht endlich bevor. Und es ist ein enger Fight im Kampf um den letzten Platz, um Platz 4. Giotto, Russell und Alexander Albon, die kämpfen noch um Platz 4, um den Einzug in die Formel 1. Ab sofort ist auch jetzt das Fenster offiziell geschlossen. Seit dem 22.11. 19.30 Uhr, habe ich extra nochmal auf YouTube geguckt, ist das Fenster offiziell geschlossen für die Leute, die sagen, ich würde gerne als KI-Fahrer beim guten Flui dabei sein. Das Fenster ist jetzt offiziell geschlossen. Es gibt zwei Fahrer, Dennis Immon und Toni Rufus. Wenn ihr sagt, ich würde gerne trotzdem bei diesem Let's Play dabei sein, könnt ihr euch gerne anmelden. Aber für die 2020er Saison, das heißt für die 2019er Saison, ist das Fenster jetzt geschlossen. Ihr könnt euch jetzt, wenn ihr euch ab sofort jetzt anmeldet für dieses Let's Play, wenn ihr dabei sein wollt, dann ist das jetzt nur noch für die 2020er Saison. Das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, ist das nur noch ab der 2020er Saison möglich. Ja, liebe Freunde, es ist irre. Ja, ich habe schon einiges vorgeplant. Diese Folge gibt es ja das Hauptrennen, nächste Folge dann das Sprintrennen und dann die große Ankündigung, wie das nächstes Jahr laufen wird. Es gibt besonderes viele Sachen. In der Formel 2 wird sich sehr, sehr vieles tun bei den Teams. Aber es gibt halt noch ein paar Teams, wo noch alles offen ist. Unter anderem halt die Teams mit Giotto, Russell und Albon. Die kloppen sich also in diesem Finale. Und ihr habt es ja bei der Startformation gesehen. Mein Gott, ist das eng. Wir kämpfen ja auch noch Flui spielen wir gegen Lando Norris. Da ist ja auch noch die Frage, schaffen wir den Weltmeistertitel? Konstrukteursweltmeister können wir nicht mehr, aber Fahrerweltmeister in der Formel 2. Aber besonders ist mit Sicherheit spannend der Kampf um Platz 4. Russell, Albon oder Luca Giotto. Ihr seht, Giotto hat ein richtig, richtig schlechtes Qualifying abgeliefert. Aber wir wissen, Giotto ist zu besonderen Fähigkeiten. Und es gibt ja auch noch das Sprintrennen. Es ist alles eng. Es ist alles spannend. Besonders, wer wahrscheinlich in diesem Rennen heute hier rausfliegt. Entweder ich, Norris, Albon, Russell oder Luca Giotto. Wer rausfliegt, für den ist die Saison wahrscheinlich vorbei. Und er kann auf nichts mehr hoffen im Sprintrennen. Heute werden wir wahrscheinlich die ersten großen Entscheidungen erleben. Vielleicht. Es kann alles möglich sein. Also, auf geht's, liebe Freunde. Der große Preis von Yas Marina Circuit, die Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi. Let's go! Viel Spaß mit dem großen Finale dieser Saison. Und wir, wie gesagt, auf Pole. Eigentlich kein großer Fan dieser Strecke, aber im Qualifying bin ich sehr gut gekommen. Nick de Vries mit einem super Start. Für den geht es ja eigentlich nur noch um die goldene Ananas in dieser Saison. Denn seine großen Chancen auf Platz 4, die sind ja schon längst versiebt. Hat einen zu großen Rückstand auf die Formel 1 Plätze auf Platz 4. Aber wir werden sehen, was da hinten abgeht. Albon ist dahinter, direkt dahinter, Russell dran. Der muss natürlich versuchen, an ihm vorbeizukommen, wie mit einem perfekten Start, sogar der beste Start in dieser Saison. Für mich eigentlich sensationell, dass ich hier eigentlich auf dieser Strecke gut performe, weil das ist nämlich nicht so meine beliebteste Strecke, um ehrlich zu sein. Bin eigentlich in dieser Strecke eher schlecht. Aber das Let's Play hat mir gezeigt, dass ich doch ziemlich gut bin. Hab mich in diesem Let's Play sehr gut weiterentwickelt. Baku ist da so schön zu erwähnen, wo ich persönlich die beste Saisonleistung abgeliefert habe. Also aus meiner persönlichen Sicht habe ich da meine beste Saisonleistung abgeliefert in Baku. Insgesamt waren wir zwar in Frankreich am besten. Aber
Insgesamt haben wir in dieser Saison eine sehr konstante Leistung gezeigt, hatten zwar unseren Einknick und mussten sogar teilweise um Platz 4 zittern, wo wir unsere schlechte Phase hatten. Monaco, Spanien, also Barcelona ist da zu nennen. Und auch hier bemerkt man, dass ich in dieser Strecke nicht perfekt bin. Die Strecke ist tricky. Und besonders in den DRS-Zonen wird Nyck de Vries mit Sicherheit attackieren. Wir haben hier übrigens, für die Leute, die es sich interessiert, wir haben übrigens die Qualifikation für die Formel 1 offiziell bestanden. Auch das gleiche gilt für Lando Norris. Settle Camera könnte zwar, wenn es doof läuft, noch rausrutschen, aber facto, da muss viel passieren, damit der noch rausfliegt. Aber man sollte, aber man darf niemals nie sagen, das ist ja das, was man in dieser Saison auch betonen muss. Man darf niemals nie sagen, Luca Giotto, der gefühlt eigentlich schon tot war, hat jetzt plötzlich Schluckwasser. Auch hier habe ich jetzt natürlich meine Probleme. Wie gesagt, das ist nicht meine beste Strecke. Der Yas Marina Circuit ist unberechenbar. Wir haben zwar ein ziemlich gutes Auto, aber das hilft natürlich trotzdem nichts, wenn wir hier so schlecht fahren. Kein guter zweiter Sektor. Hat mich zwar insgesamt verbessert, aber nun gut. Hab jetzt übrigens auch vergessen, meine typische Strategie einzustellen. Wie gesagt, wie die Formel 1 dann laufen wird und auch in welchem Team wir fahren werden, das, liebe Freunde, das werde ich alles erst verraten, wenn wir in der Formel, wenn wir eine Woche nach dem Sprintrennen, das heißt in 2 Wochen, dann erfahrt ihr alles über die kommende Saison in einem Spezialwoche, in einem Spezialvideo. Und eine Woche später geht es dann in den großen Preis von Australien mit Fahrern wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Max Verstappen. Das sind dann im nächsten Jahr unsere Gegner. Das Let's Play, wenn ihr natürlich ein bisschen Mathematik könnt, dann bemerkt ihr, das Let's Play startet sogar noch in diesem März 2019, aber läuft natürlich über in das Jahr 2020. Das heißt, 2019 werden wir die Formel 2 beenden dieses Jahr. Und 2020, dann ist das große Jahr der Formel 1 2019 unserer zweiten Saison. Mit Toni Rufus und Dennis Immer. In der Formel 2 aktiv. Auch in welchem Team die beiden fahren, das werde ich auch natürlich noch nicht verraten. Erst alles in 2 Wochen. Und momentan läuft es ziemlich gut. Wir fahren ja locker flockig unsere Runden. Aber aufgrund des DRS ist natürlich Nyck de Vries allgegenwärtig. Den man hier echt anmerkt, dass er hier tatsächlich in diesem Finale nochmal alles raushauen möchte aus dem Bremer. Der aus seiner Sicht ja nicht so gut gelaufen ist. Aber er gibt hier tatsächlich normales in diesem Grande Finale hier in Abu Dhabi. Ja, ziemlich gut durch den zweiten Sektor dieses Mal gekommen. Und da haben wir die nächste Stelle zurück. Aber Nyck de Vries, da sieht man, er ist dran. Search Kamera hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Eigentlich stand da, dass Nyck de Vries die schnellste Runde hingepackt hat, aber okay. Aber auf jeden Fall scheint er schneller zu sein. Und Settle Camera, der zeigt, hey, ich möchte definitiv in die Formel 1. Auch wenn Russell und Albon da vorne gut fahren, ich lasse mir da nicht die Butter vom Brot wegnehmen. Alles sehr eng. Ihr seht es auf der Karte. Alles sehr eng zusammen.
Hier in der RDS-Zone kommt Nick de Vries nicht ganz so ran. Ich dachte eigentlich, dass er näher rankommen würde. Aber insgesamt kann ich meinen Vorsprung insgesamt aber halten. Also es läuft nicht schlecht, dieses Rennen. Aber noch nicht den Tag vor dem Abend loben, sagt man so gerne. Von daher, Obacht. Übrigens kann ich euch schon mal vorspoilern. Solche langweiligen Passagen wird es natürlich nächstes Jahr nicht mehr geben, dass wir da vorne im Feld rumfahren. Kleiner Spoiler, wir werden in keinem Top-Auto fahren. Das heißt, wir werden in der nächsten Saison in keinem Top-Auto fahren. Das heißt, nicht in einem Mercedes oder Ferrari oder Red Bull. Wir werden in einem etwas schwächeren Team fahren. Welches Team das sein wird, tja, lasst euch doch einfach überraschen. Ich habe da mir schon was Schönes ausgedacht, aber das erst dann, wenn ich es unfertig habe. Die Teams für die nächste Saison in der Formel 2 stehen übrigens schon eigentlich komplett fest. Aber natürlich ein Fahrer bei Dams, ein Fahrer bei Chapu und ein Fahrer bei LT Grand Prix. Der fehlt natürlich noch. Weil natürlich alles noch in der Luft hängt. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Alles klar, also die Reifen sehen super aus. Können wir uns... Oh, das war ein Fail. Habe ich mich jetzt verklickt. Okay, müssen wir uns in der nächsten Runde darum kümmern. Mal zu gucken, wie unsere Reifen performen. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ich eigentlich die Reifen schon sehr stark überlaste. Aber wie ich da... Ja, doch, unsere Reifen sehen sehr gut aus. Also wenn man das vergleicht zu Beginn der Saison. Das lief ja überhaupt nicht gut mit unseren Reifen. Aber hier gerade läuft es ziemlich gut. Also nochmal, ich hatte ja was angesprochen, also diese langweiligen Passagen, wo wir vorne langfahren, das wird nichts mehr passieren. Auch wo wir lange Zeit nichts mehr passiert, das, kleiner Spoiler, wird es nächstes Jahr auch nicht mehr geben. Also wo ihr Runde für Runde nichts seht und nichts passiert, kleiner Vorspoiler, es wird ab nächste Saison, also ab der Formel 1 hier nochmal richtig, richtig geil. Ich habe mir ein richtig tolles Konzept überlegt, wo ihr dann richtig, richtig Spaß habt bei diesem Let's Play. Das aber nur als Vorspoiler vorneweg. Super Zeit von uns. Aber trotzdem Nick de Vries weiterhin im DRS-Bereich. Er kann aber das DRS-Bereich komischerweise gar nicht nutzen. Da sieht man, dass der Bremer dann auch nicht gut ist. Nick de Vries sitzt einfach in nicht dem besten Auto. Das hat er aber auch schon sehr oft kritisiert, Nick de Vries, dass ihm sein Auto einfach nicht gefällt. Da hätte es eigentlich mehr bessere Performance geben müssen, als das, was momentan der Prima momentan ablegt. Ich bin mir sicher, mit dem Auto kann eigentlich Nick de Vries nicht wirklich zufrieden sein. Hatte eigentlich vor der Saison das Ziel, schon in die Formel 1 aufzusteigen. Doch mit diesem Ziel... Oh, mit diesem Ziel wird es wahrscheinlich nichts. Auch momentan natürlich noch keine Ausfälle. Ich weiß natürlich auch gerade nicht, wo mein Teamkollege liegt. Auch wenn mich das schon am meisten interessiert. Da hinten hat jemand Probleme. Ihr seht es auf der Karte. Also Nick de Vries ist aber auch immer wieder sehr nah dran. Man sieht, dass der Bremer ein paar Nachteile hat. In seinem Handling. Aber Nick de Vries zeigt,
dass man aus diesem Auto dann doch ein bisschen was rausholen kann. Kann sich gegenüber George Russell auch weiterhin behaupten. Und es läuft ziemlich gut für uns. Lando Norris, neue schnellste Runde. Der will hier nochmal was hinlegen. Dem wird es mit Sicherheit geärgert haben, dass wir hier auf der Pole Position stehen. Vor ihm. Unser großer Konkurrent in dieser Saison. Wir beide sind ja momentan als einzigsten die absolut festen Fahrer in der nächsten Saison für die Formel 1. Ich und Lando Norris. Zettelkamera, wie gesagt, eigentlich sehr fest, aber alles ist halt noch möglich in dieser Formel 2 Saison. Bin auch sehr gespannt, wann die ersten Stops kommen. Weil bisher habe ich von meinem Team nichts mitbekommen. Klar, unsere Reifen performen ziemlich gut. Deswegen ist jetzt auch momentan nicht großer Handlungsbedarf. Aber ganz klar, ganz in ihr seht's ja. Das ist, glaube ich, ein MP Motorsport. Das könnte wahrscheinlich Nico Kairi sein, der da hinten rumgurkt. Der mit seinem Auto mit Sicherheit nicht zufrieden ist, aber insgesamt mit seiner Leistung unzufrieden ist. Nico Kairi ja der einzige Fahrer in dieser Saison, der keinen einzigen Punkt mitgenommen hat. Seine Formel 2-Karriere ist ganz klar in Gefahr. So, jetzt kommen wir, denke ich mal, in Runde 8 jetzt gleich. Ich denke mal, jetzt wird es dann langsam mit den Wechseln auch mal interessant. Fahren die übrigens, was ich gerade sehe, alle auf Soft. Das finde ich sehr interessant. Also ich würde dann doch gerne mal gucken, kann ich mal mehr angucken. Ja, Boxenstopp-Fenster eröffnet sich erst in Runde 11 bis 15. Was? Boxenstopp-Fenster erst Runde 11 bis 15. Okay. Und da wir alle auf Softs fahren, denke ich mal, dass das tatsächlich auch der Fall sein wird. Also alle auf Softs. Das ist sehr interessant. Hat ja schon Sprintrenncharakter, dieses Rennen. Huch. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt, sorry. Ja, und da kriege ich gleich die Quittung. So, jetzt. Oh mein Gott. Das war jetzt Fail von mir. Klar, ich muss erstmal weiter konzentriert bleiben. Das ist ja auch das Wichtigste an einem Formel 1 Rennen, dass du in jeder Sekunde 100% dabei bist. Und da hinten ist Lando Norris. Lando Norris ist auf P4, Leute. Also Lando Norris klebt mir am Hacken. Der will noch Weltmeister werden. In der Formel 2, bevor er in die Formel 1 geht. Wird mit Sicherheit auch dann in der Formel 1 unser großer Kontrahent. Lando Norris im Kahlen. Hat mit Sicherheit eine große Zukunft vor sich. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Also wir nähern uns dem Stoppfenster. Auch was überraschend ist, momentan noch keiner an der Box. Und was auch überraschend ist, noch keiner ist ausgeschieden. Das heißt, die Saison bleibt weiter entspannt. Und was ist momentan in einer sehr guten Position? Stand jetzt. Das muss man George Russell momentan gerade lassen. Er ist vor zwei Plätze vor seinem größten Kontrahenten, unter anderem Alexander Albon.
Die Frage ist natürlich, wo ist Luca Giotto? Ich sehe da einen gelben Punkt, aber das könnte natürlich auch Nico Meri sein. Und ich sollte aufhören, ein bisschen zu quatschen. Denn das war jetzt gefährlich. Meine Reifen bauen doch jetzt arg ab, ja? War ein riskantes Manöver von mir. Hinten das Duell Russell gegen Norris. Ihr könnt ja auf der Karte gucken. Vielleicht verfolgt er gerade. Boah, das Duell da hinten auf der Karte. Denn ich weiß ja, es gibt Luca Giotto-Fans unter euch. Und Albon ist da hinten auch mit dran, also. Es ist ein enges Ding hier. Enge Kiste. Das darf man nicht vergessen. Es ist eine enge Kiste. In dieser Formel 2 muss man aufpassen. Auch wenn man vorne liegt und das Rennen vielleicht etwas langweilig ist. Aber das lange Rennen, diese Konzentrationsschwäche, die verleitet natürlich auch ein bisschen zu diesen Konzentrationsschwächen. Dadurch, dass ich hier so lange führe, muss man natürlich hochkonzentriert sein. Und das Auto gibt auch langsam ein bisschen nach. Nick de Vries ist jetzt in einem gefährlichen Fenster. Könnte wahrscheinlich jetzt bei der DRS-Zone angreifen. Ich denke mal, das wird für den Holländer noch das ganz große Ziel sein dieser Saison. Sich zumindest am Ende der Saison, sich vielleicht sogar nochmal Platz 1 zu holen. Nochmal Platz 1 vor dem Finish dieser Saison. Dieser so enttäuschende Saison wäre mit Sicherheit der erste Platz hier im Yas Marina Circuit. Noch meine Erleichterung und ich mache es ihm auch leicht. Auch weil mein Auto jetzt extrem abbaut. Nick de Vries hängt mir am Haken. Hat zwar die DRS-Zone nicht nutzen können, warum auch immer. Aber Fakt ist, es ist mega eng. So, Vorsicht. Schön runterbremsen. Ja, und ich hab's gesagt, die Yas Marina Circuit ist bösartig. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ihr seht's da hinten, richtiger Pulk, der da mitfährt. Also wenn man einen richtig schlechten Stop hat, kann man da richtig schlecht rauskommen und kann weit nach hinten umfallen. Das gilt aber jetzt auch für jeden Fahrer, der da hinten mit uns mit dran fährt. Jeder einzelne Fehler kann große Fehler bedeuten und vielleicht auch die Entscheidung dieser Saison. Es ist eng. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Alles klar, wir kommen in Runde 11 also an die Box und holen uns die Reds. Mit denen müssen wir natürlich dann auch friedlich umgehen. So, jetzt nochmal einen guten Vorsprung herausholen gegen Nick de Vries, bevor wir dann an die Box kommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Boxenstrategie von den anderen ist. Ich hoffe, die fahren nicht durch. Das ist, um ehrlich zu sein, meine schlimmste Befürchtung, die ich habe. Ich muss sagen, ich nehme keinen Stop an. Ich nehme jetzt erstmal keinen Stop an. Weil mir ist das ein bisschen zu riskant. Ich bleibe auf diesen Reifen weiter draußen. Dadurch, dass alle auf Gelb fahren, bleibe ich draußen. Und im Sprintrennen ist es ja immer so gewesen, dass auch alle immer draußen geblieben sind. Deswegen bleibe ich auch erstmal draußen. Ich bleibe noch eine Runde draußen und warte ab, was meine Kontrahenten machen. Auch wenn ich damit die Reifen natürlich jetzt stark beschädige. Das ist mir schon bewusst. Aber Fakt ist, mein Team hat mir schon zu Beginn der Saison etwas geraten, wovon ich nicht überzeugt war. Das war in Bahrain. Und das hat mir damals sehr viele Punkte gekostet. Und jetzt bei diesem Finale könnte es mir eventuell die Weltmeisterschaft kosten. Und deswegen bleibe ich eine weitere Runde draußen und gucke, was meine Kontrahenten machen.
Ich weiß, das, was ich jetzt mache, ist mega riskant und ich könnte Makino vielleicht auch damit wichtige Punkte wegnehmen. Aber wir bleiben weiterhin draußen. Ja, und es ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Es fahren gefühlt alle weiter. Nee, sie fahren doch eine Box. Okay. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay. Also das heißt, alle machen Stopp. Okay, alle machen einen Boxenstopp. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass die anderen auch reinkommen. Auch wenn Lando Norris da hinten in dem Punkt mit drin ist. Mega eng, ja. Lando Norris hinten mit dran. Ich hoffe einfach, dass der mit an der Box fährt. Die ersten kommen da hinten schon wieder raus. Die Boxenausfahrt hier in Yas Marina Circle ist mega, mega lang. Also es dauert mega lang, bis man endlich wieder auf die Strecke kommt. Und da seht ihr, dass meine Reifen bauen ab. Ja, und ich muss ihn vorbeiziehen lassen. Ich lasse ihn lieber vorbei. Aber an Russell will ich jetzt eigentlich nicht noch wegziehen. Boah, der ist neben mir. Ja, ich muss ihn gewähren lassen. Boah, das war echt eklig. Lando Norris ist jetzt so vor mir. Ja, weil meine Reifen einfach kaputt sind. Oh, Wahnsinn, wie ich da rauskomme. Ich muss aber jetzt gegen Norris kontern. Wie ein Tier. Muss jetzt kämpfen wie ein Tier jetzt. Und ich komme an eine Box mit den anderen. Als Drittplatzierter komme ich also an eine Box. Klar, man hätte sagen können, Flui, warum bist du nicht eine Runde früher reingekommen? Und mein Teamkollege ist leider auch an eine Box. Ja, wir mussten es riskieren, denn wir wussten nicht, was passiert. Hoffentlich geht mein Stopp schnell. Nein. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Fertig, los jetzt. Ja, und die zwei kommen natürlich vor mir raus. Norris ist aber erstmal hinter mir. Ja, klar, kann man jetzt sagen, Louis, warum bist du so ein Arschloch? Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr. Gebe ich gerne zu, gebe ich gerne zu. Das ist mein Ding, das ist meine Kiste, das ist mein Ding. Und ich verliere dadurch natürlich extrem viele Plätze. Ja, es ist meine Kiste, das ist mein Ding. Und es ist meine Schuld. Und das Maximilian Günther, was macht denn der hier vorne? Maximilian Günther mit einem Megastopp oder sowas. Ja. Klar habe ich jetzt meinem Teamkollegen im Grunde genommen das Rennen endgültig versaut. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber ich musste darauf pokern, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein bisschen Bahrain-Flashbacks und hatte echt gerade Angst. Und ja, dieses Bahrain-Trauma hat mich dann doch jetzt dann in dem Moment jetzt gerade zu sehr eingeschränkt. Hätte ich, wäre ich da vorher reingekommen, dann wäre alles super, alles in Ordnung. Aber so habe ich im Grunde genommen Tadasuke sein Rennen versaut. Nämlich ganz klar auf meine Kappe, es ist meine Schuld. Meine Skepsis hat im Grunde genommen meinem Teamkollegen das Rennen versaut. Und ich glaube nicht, dass er sich davon erholen kann. Aber man muss auch sagen, George Russell fährt ein überragendes Rennen. Weil Albon ist weit, weit weg. Und ich weiß nicht, wo Giorgio ist. Settle Camara hier mit dem Fehler. Maximilian Günther, neue schnellste Runde. Ja, hat mich jetzt Settle Camara weit rausgedrängt. Dachte eigentlich, dass ich ihn jetzt auf der Startzielgeraden jetzt überholen könnte. Ah, da muss ich dann doch wegziehen, aber wir sind dran.
Aber was für ein Rennen von Maximilian Günther. Hat zu Beginn der Saison ja gut gefahren und dann Step by Step immer mehr abgenommen. Und heute macht er ein überragendes Rennen. Ganz klar ein super Rennen von Maximilian Günther. P3 momentan. Und Albon ist plötzlich hinter mir. Ich habe keine Ahnung, was mit Lando Norris passiert ist. Aber Settle Camara ist dran. Albon ist vorbeigezogen an Lando Norris. Interessant. Auch eine Tatsache, mit der ich nicht rechnen konnte. Ja, Günther gegen Settle Camara. Insgesamt ist Settle Camara natürlich ein Riesentalent. Und er wird sich mit Sicherheit jetzt bald auch an Maximilian Günther vorbeiziehen. Settle Camara, ein klasse Fahrer. Muss man einfach mal so sagen. Und man muss auch ihn das neidlos anerkennen. Dass er so ein starker Fahrer ist. Settle Camara. Der kämpft natürlich um seine Formel 1 Karriere. Dass die auch schon dieses Jahr wird. Klar könnt ihr auch sagen, ich bleib noch eine Saison in der Formel 2 und hole mir dann direkt den Titel. Aber mit Sicherheit ist auch sein Ziel, okay, direkt in die Formel 1 zu kommen. Unglaublich, die ganze Zeit war das Rennen eigentlich sehr low. Aber jetzt hier in diesem Finale wird es nochmal eng. Und für mich ist die Frage, wo ist Luca Giotto? Also ich sehe ihn momentan nicht. Es könnte sein, dass er hinter Lando Norris da fährt. Was für ihn natürlich gut sein könnte. Und jetzt die Attacke von Settle Camara. Settle Camara ist vorbei an Maximilian Günther. Oder jetzt noch der Konter von Günther. Aber Camara jetzt auf der besseren Seite. Und vorbei. Und jetzt wir ziehen da auch noch mit an unserem deutschen Kollegen Maximilian Günther gegen Flui. Aber nee, er bleibt erstmal im BWT vor uns. Maximilian Günther, aber es war klar, dass das Settle Camara früher oder später vorbeiziehen wird. Beziehungsweise vorbeiziehen würde. Boah, Fahrfehler da von mir. Reifen lassen natürlich nach. Also Settle Camara holt sich dann doch noch das Podium. Chapeau. Und Nyck de Vries, es sieht so aus, als könnte er sich den Sieg holen. Und Russell könnte ja mega wichtige Punkte mitnehmen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde. Und ich würde natürlich gerne noch an Maximilian Günther vorbeiziehen. Klar, dann hätten wir im nächsten Rennen auch wieder Maximilian Günther vor uns. Das heißt, entweder starte ich hinter Albon oder Maximilian Günther. Ich würde gerne hinter Maximilian Günther starten. Aber für die neue schnellste Runde bekommt er auf jeden Fall zumindest mal Punkte. Na, nee. Da bin ich zu schlecht aus der Kurve rausgekommen. Und er bekommt ja jetzt selber DRS. Er bekommt selber DRS auf Settle Camara. Deswegen wird es leider nur für Platz 5 reichen, Leute. Platz 5 also hier im vorletzten Rennen dieser Saison. Aufgrund eigener Dummheit, muss man ja leider sagen. Eigene Dummheit ist hier das Verschulden gewesen. Ansonsten wären wir wahrscheinlich Erste geblieben. Weil Nyck de Vries ist ja auch weiter vorne.
Ja, es ist wie gesagt meine Entscheidung gewesen, es ist meine Schuld gewesen. Ich hatte halt einfach die Angst, dass alle draußen bleiben und dass ich mir im Grunde genommen die Weltmeisterschaft dadurch versaue. Ich sag mal so, lieber bin ich da etwas, ja, ich sag mal, idiotischer gefahren, anstatt ich mir die Weltmeisterschaft durch, ja, ich sag mal so, Frechheit des Spiels versaut hätte. Lieber so. Weil Fakt ist, wir sind vor Lando Norris und Respekt an dem guten Nick de Vries. Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. Leider nur Platz 5 für uns, aber egal. Ich finde, es war ein gutes Rennen von uns. Bremer hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, das Rennen wurde durch das Reifenmanagement gewonnen. Es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern um Beständigkeit. Die Geschwindigkeit muss über die gesamte Renndistanz aufrechterhalten werden. Also gute Rundenzeiten bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Reifen waren der Grund für den heutigen Triumph. Jetzt beginnen die Feierlichkeiten und selten waren sie so verdient. Mancher mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird ihm versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Aber jetzt kann ihn niemand mehr einholen, denn wir haben einen neuen Formel 2 Weltmeister. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Ich glaube, das kann heute nur Luca Giotto sein. Immer voll bei der Sache. Ein paar tolle Überholmanöver und mir fällt niemand ein, der mich heute mehr begeistert hätte. Und weiter zu den anderen Teams. Carlin hat es geschafft. Mit diesem Resultat sind alle Zweifel beseitigt. Sie sind endlich wieder Teammeister. Carlin hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Gute Arbeit von Campos an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorn macht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Was für ein unglaubliches Rennen. Nick de Vries gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison und das im letzten Rennen. Russell ist Zweiter und ja, vielleicht sichert er dadurch den Aufstieg in die Formel 1. Wir werden uns das gleich angucken. Settle Camara mit Platz 3, super Rennen. Und ja, man muss sagen, Chapeau an Maximilian Günther, von 10 gestartet, am Ende auf Platz 4, knapp gescheitert auf Platz 3. Wir von Platz 1 auf Platz 5 durch unsere dummen Fehler. Albon ist 6. Lando Norris, unser größter Konkurrent, also nur 7. Meri 8. Giotto, klasse Rennen, Platz 9. Der mal wieder bewiesen hat, was für ein überragend starker Fahrer er ist. Luis de Letras ist also am Ende 10. Latifi, Foucault, mein Teamkollege Makino, also leider nur auf Platz 19 aufgrund meiner Aktion. Da muss ich dem Japaner leider am Ende des Rennens noch ein ausgeben. So, wir gucken auf die Rangliste und wir sehen's. Der Formel 2 Weltmeister, wir haben es ja gerade schon von den Kommentatoren gehört haben, ist der deutsche Flui. Flui ist der neue Formel 2 Weltmeister. Wir sind Formel 2 Weltmeister. In dem nächsten Rennen können nämlich maximal nur noch 17 Punkte vergeben werden. 17 Punkte, das heißt, es reicht für uns. Wir sind tatsächlich der neue Formel 2 Weltmeister. Flui ist im Russian Time Formel 2 Weltmeister vor Lando Norris. Aber was geht jetzt da hinten ab? Settle Camara, ich habe es ja gesagt, 17 Punkte. Und es wäre möglich für Giotto und Russell noch vorbeizuziehen, aber ich glaube, das wird ganz schwer. Und Alexander Albon, es ist bleibt weiter entspannt. Aber unglaublich, wie eng das ist. Es bleibt weiterhin eng. Also es bleibt weiterhin eng. Also ich glaube, wenn man sich jetzt die Punkte anguckt, 207 hat Settle Camara, 192 hat Russell, 177, ja, also bei 177 zu 207, das sind 20 Punkte, das heißt, jetzt ist auch endlich offiziell George Settle Camara fährt nächstes Jahr Formel 1.
Und jetzt ist die Frage, 175 und 177 sind's. Das heißt 15 beziehungsweise 17 Punkte. Es ist eigentlich fix für Russell, aber in dem letzten kann noch so viel passieren. Sollte Russell rausfliegen oder sonst irgendwas Abstruses passieren. Noch ist der Kampf um Platz 4 noch offen. Momentan ist Russell in der Pole Position. Momentan. Doch Albon und Giorgio haben, besonders Giorgio, hat in diesem Rennen gezeigt, dass da viel Potenzial steckt. Maximilian Günther, super Ergebnis mit seinem BWT. Nur noch 5 Punkte Rückstand auf Fusukimi, seinen Teamkollegen Makino. Ja, ein bisschen abgerutscht. Meri mit seinem richtig starken Ergebnis. Und ihr seht's, Kairi ist der leider der Einzige, der noch keinen Punkt geholt hat. Wir sitzen mit 300 Punkten. Und wie es schon wurde, Campos, oder wie das ausgesprochen wird, zieht vorbei an Charu. Das war's also mit diesem Rennen. Ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge dabei, beim großen Finale dieser Formel 2 zusammen. Bis dahin und ciao.